Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es ein Avelle Unpacking geben, wobei ich den Karton aber jetzt unten stehen habe, da ich dann sonst aus meiner Drehposition nicht an die Bücher kommen kann. Ja, ich hatte natürlich auch dieses Black Friday Wochenende, ich glaube das war am Wochenende oder Anfang der Woche genutzt, um bei Avelle noch etwas günstiger zu shoppen. Die hatten ein paar Bücher noch um, ich glaube, 10% reduziert. Und da habe ich dann ein bisschen was gefunden und das möchte ich euch jetzt zeigen. Auch meine Haare, die sind so lang geworden. Ich muss dringend mal wieder hin, aber irgendwie komme ich zu nichts im Moment. So, zum einen habe ich, das ist das falsch, zum einen habe ich mir mitbestellt, und zufälligerweise habe ich auch vorgestern erst den Kinofilm gesehen. Nur ein kleiner Gefallen von Darcy Bell. Ist im HarperCollins Verlag erschienen für 14,99 €. Da ist nichts mit außer der Stempel. Und der Film, der war echt abgedreht, muss ich sagen. Das wurde mir zum Schluss schon fast ein bisschen zu blöd. Aber das Buch hatte mir damals auch ganz gut gefallen und ich hatte es aber nur als E-Book mal gehabt. Und was heißt mal gehabt? Ich habe es natürlich immer noch. Und jetzt konnte ich es halt fürs Bücherregal bekommen und das wollte ich halt gerne. Hier geht es um Stephanie. Sie ist fürsorgliche Mutter, vielgelesene Mom-Bloggerin und jung verwitwet. Und sie hilft gerne aus und sie lernt die glamouröse Emily kennen. Das ist die Mutter von dem neuen besten Freund ihres Sohnes. Und die ist ganz anders als sie. Sie ist PR-Chefin eines Modedesigners. Und diese bittet sie eines Tages auf den 5-jährigen Sohn aufzupassen, weil sie länger arbeiten muss, beziehungsweise für die Firma wegfliegen muss. Ja, und als es dann aber ein paar Tage dauert und er immer noch nicht abgeholt wurde und sie dann den Vater, also ihren Mann, kontaktiert, also den Mann von der Emily, wird dann auf einmal eine Vermisstenanzeige gemacht und kurze Zeit später wird auch etwas passieren, was das Leben von allen auf den Kopf stellen wird. Und mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Dadurch, dass ich den Film jetzt gesehen habe, habe ich die Charaktere natürlich noch viel deutlicher in Erinnerung und sind schon zwei sehr spezielle Charaktere, Emily und Stephanie. Und was rede ich eigentlich? Ich mache doch keine Rezension. Ich habe mir das einfach nur bestellt. Dann habe ich mir noch bestellt, das habe ich schon so lange haben wollen, Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie, von Lauren Oliver. Gott, ich sehe hier gerade, das ist die 11. Auflage. Wie oft haben die das denn neu gedruckt? Vorne ist auch noch wieder ein anderes Cover abgebildet zu dem Kinofilm. Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Aber bei mir war es nicht so. Was wäre, wenn heute dein letzter Tag wäre? Was würdest du tun? Wen würdest du küssen? Und wie weit würdest du gehen, um dein Leben zu retten? Samantha ist hübsch, beliebt, hat 3 enge Freundinnen und den perfekten Freund. Der 12. Februar sollte eigentlich ein Tag werden wie jeder andere in ihrem Leben. Stattdessen ist es ihr letzter. Ich habe da schon sehr viel Gutes von gehört und deswegen durfte das Buch mit. Dann habe ich mir mal wieder ein Katzenbach mitbestellt. Und zwar von John Katzenbach, Der Psychiater. Ist damals im Knauer Verlag erschienen. Da ist auch gar nichts mit. Das sieht wirklich aus wie im Laden gekauft. Echt Wahnsinn, das war auch nicht teuer. Ich habe, glaube ich, für alle Bücher insgesamt, da sind aber auch noch Kindersachen bei, 25 € bezahlt. So, hier geht es um Timothy Warner, Spitzname Moose. 24 Jahre alt, studiert Geschichte an der University of Miami und hat ein massives Alkoholproblem. Seit 100 Tagen ist er nun clean, doch das hat er nur mit Hilfe seines Onkels Ed geschafft, eines prominenten Psychiaters.
Als Ed tot in seiner Praxis aufgefunden wird, stürzt Moos ins Bodenlose. Doch eines ist ihm klar, dies war kein Selbstmord, auch wenn die Polizei noch so sehr davon überzeugt ist. Bei seiner Suche nach dem Täter gerät Moos in das Visier eines gerissenen Killers. Hört sich sehr gut an, hat aber auch über 570 Seiten. Dann ein Buch, wo ich sehr erstaunt war, wie schön das ist. Das ist ein Jugendbuch, was ich ja eigentlich eher selten bestelle. Und zwar von Julie Buxbaum, Mein Herz in allen Einzelteilen. Also es ist auch etwas breiter als normale Hardcover, meine ich zumindest. Aus dem Boje Verlag für 14 Euro. Und hier geht es um Kit und David. Sie könnten nicht unterschiedlicher sein. Sie ist beliebt, er mit Asperger-Syndrom gilt an der Highschool als Außenseiter. Doch als Kits Vater bei einem Autounfall, ich kann es nicht genau lesen, ich schätze mal stirbt, kann sie nicht weitermachen wie bisher. Deshalb setzt sie sich in der Mittagspause von nun an zu David. Denn während alle anderen sie bemitleiden, ist seine schonungslose Ehrlichkeit genau das, was Kit gerade braucht. Und obwohl die Trauer sie immer wieder niederdrückt, nimmt David Stück für Stück einen immer größeren Platz in ihrem Herzen ein. Hört sich auf jeden Fall sehr gefühlvoll an. Ja, bin ich mal gespannt drauf. Dann habe ich mir noch mitbestellt, wo ich mir ja vor ein, zwei Wochen den ersten Teil ganz günstig bei Woolworths gefunden habe, habe ich jetzt auch den, ich glaube, dritten Teil gefunden. Von Shayla Black und Lexi Blake, Perfect Gentleman, nur Rache ist süßer, ist im Lux Verlag erschienen. Und ja, das ist so eine Dark Romance, ist das, glaube ich. Ja, bin ich mal gespannt. So, dann kommen jetzt noch ein paar Kindersachen, aber vielleicht ist das ja für den einen oder anderen für euch auch interessant. Zum einen habe ich mitbestellt von Sternschweif, zauberhafter Rätselspaß. Die waren auch alle ganz günstig, 1,99, 2,99. Und ich habe gedacht, die kann ich immer gut bei einem Geschenk noch dabei packen für unsere Kinder. Und dann habe ich ein, das ist echt schön, von Sternschweif Mandalas, zauberhafte Pferde. Und noch, da bin ich echt super glücklich, dass ich das bekommen habe. Da wird meine Tochter, glaube ich, im Dreieck springen. Ja, ich hoffe ja mal, sie guckt meine Videos noch nicht selbstständig. von TKKG Junior, auf frischer Tat ertappt. Das war auch irgendwie 2,99, mehr war das nicht. Und ja, das sind doch tolle Geschenke, würde ich mal sagen. Ich finde, die sehen jetzt auch viel schöner aus als früher, die Bücher. Ja, das war meine Avell-Bestellung. Also ich finde, für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Bücher, inklusive der Kinderbücher, sogar ein Hardcover dabei, 25 Euro, ist echt eine tolle Bestellung, würde ich mal behaupten. Ja, das war es von mir zu meiner Avell-Bestellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Freue mich wieder sehr über eure Kommentare. Und wenn ihr schon eins der Bücher kennt, würde ich mich auch sehr über einen Kommentar freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mich gerade neu entdeckt habt, würde ich mich sehr über ein Abo von euch freuen. Das war's von mir. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!